grüße euch und Sie alle ganz herzlich heute Morgen auf unserem YouTube-Kanal. Wir feiern unsere Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lieben Sie Märchen? Ich glaube, die meisten von Ihnen werden antworten, ja, als Kinder. Da haben wir Märchen geliebt. Auch ich habe gerne die Märchen der Gebrüder Grimm gelesen oder noch besser vorgelesen bekommen. Aber heute, als Erwachsene, sind wir doch dem Märchenalter entwachsen. So meinen wir. Nicht von ungefähr sagt man auch, erzähl mir doch keine Märchen. Wenn wir meinen, dass der Wahrheitsgehalt oder die Wahrscheinlichkeit dessen, was ein anderer mir erzählt, doch sehr anzuzweifeln ist. Aber tun wir den Märchen nicht Unrecht, wenn wir sie allein in die Kinderwelt verbannen? Immerhin sagen namhafte Psychologen, dass viel menschliche Wahrheit, Sehnsüchte oder Ängste in Märchen verborgen sind. Und dass Erwachsene nicht mehr für Märchen zu begeistern wären, stimmt ja nicht. Auch Erwachsene haben lieben Märchen in Filmen wie Pretty Woman, das zum Beispiel eine moderne Version von Aschenputtel ist. Oder Herr der Ringe, Star Wars oder James Bond Filme zeigen märchenhaft den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse. Ich könnte die Aufzählung von Beispielen noch beliebig fortsetzen. Doch es reicht wohl, um zu erkennen, dass sich zwar die Gestalten und Schauplätze gewandelt haben, dass aber die Freude und der Glaube an Märchen heute ebenso vorhanden ist wie in früheren Zeiten. Was hat das jetzt mit uns heute Morgen hier zu tun? Ich denke, in diesem Zusammenhang liegt der Gedanke vielleicht auf der Hand. Wenn hauptsächlich Märchen die Menschen faszinieren, sind dann vielleicht auch die Geschichten um Jesus Märchen? All die Jesusgeschichten, seine Worte, seine Wunder, seine Auferstehung, alles Märchen? Es sind Worte, die uns trösten, Taten, die uns in Staunen versetzen, eine Botschaft, die unserem Leben Sinn und Halt gibt, eine Geschichte, die die Hoffnung nährt, mit dem Tod sei nicht alles aus. Aber könnte das am Ende nicht alles nur erfunden sein? Zugegeben, genial erfunden, aber eben zu schön, um wahr zu sein. Christen mussten und müssen sich in allen Jahrhunderten solche Gedanken und Zweifel anhören. Solch kritische Fragen lassen sich nicht so ganz einfach vom Tisch wischen. Und es sind nicht nur Fragen, die als skeptischer Vorwurf von außen an die Christengemeinde kommt, sondern auch Fragen, die ihre Wurzeln in inneren Glaubenszweifeln haben. Ja, manche Christen wissen nicht so richtig, was sie dazu sagen sollen. Und manchmal haben sie vielleicht sogar Angst, dass das, was sie glauben, eben nur eine Sammlung von schönen Geschichten ist. Doch halt! Nein, das stimmt nicht! Das sind keine erfundenen Geschichten! Wir waren doch dabei, sagt unser Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag, aufgeschrieben im 2. Petrusbrief, Kapitel 1. Doch hören Sie selbst. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort, und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint, an einem dunklen Ort, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Und das sollt vor allem wissen,
dass keine Weissagung in der Schrift aus eigener Auslegung geschieht. Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen in Gottes Auftrag geredet. Amen. Wir haben uns nicht auf ausgeklügelte, erfundene Geschichten gestützt, sondern wir haben mit eigenen Augen seine wahre Größe gesehen. So haben wir gerade gehört von Petrus. Ich bin sicher, dass viele von denen, die an Gott und Jesus Christus glauben, dennoch manchmal ihre Schwierigkeiten haben mit den unglaublichen Dingen, die von Jesus überliefert sind. Wasser in Wein verwandeln, Kranke lediglich durch ein Wort heilen, ja, sogar Tote erwecken. Das ging den frühen Christen nicht anders. Und je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr verblasste die unmittelbare Erinnerung an das Erdenleben Jesu. Und so meldet sich Petrus als Weggefährte Jesu und Augenzeuge der Ereignisse zu Wort. Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, schreibt er. Die Geschichten um Jesus, die Berichte über ihn, sind keine Märchen. Ich, Petrus, war dabei. Was euch im Rückblick märchenhaft erscheint, haben wir, seine Freunde und Begleiter, miterlebt und können es bezeugen. Und so haben Petrus und all die anderen Frauen und Männer, die Jesus persönlich begegnet sind, ihre Erlebnisse als Augenzeugen weitergesagt. Anders hätte sich, meine ich, das Christentum wohl auch kaum so schnell und so weit ausbreiten können, wenn nicht hinter allem die Gewissheit gestanden hätte, dies wird bezeugt von Menschen, die selber dabei gewesen sind. Auch in unserer Zeit sind Augenzeugenberichte bei Unfällen oder Straftaten zum Beispiel sehr wichtig und dienen der Wahrheitsfindung. Augenzeugen stehen mit ihrem Wort für das ein, was sie erlebt und beobachtet haben. Und als Augenzeugen haben die Jünger Jesu hautnah gespürt, dass in ihm Gott selbst bei ihnen war, dass durch ihn Gott selbst redete und handelte. Diese Gewissheit gab ihnen Sicherheit und Kraft, am Glauben festzuhalten, auch in Anfechtung, Verfolgung oder sogar Märtyrertod. Ich denke, ein Märchen, ein selbsterfundenes Märchen, selbsterfundene Geschichten hätten ihnen diese Kraft nicht geben können. Und wir heute? Wir haben Jesus nicht gesehen und nicht persönlich erlebt. Aber wir haben seine Worte, seine Botschaft im Neuen Testament, die an uns ebenso gerichtet ist wie an die Menschen damals. Im Evangelium spricht Jesus auch zu uns. In ihm können wir seine Vollmacht erkennen. Und so heißt es im Predigttext: Ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an dunklem Ort, bis der Morgenstern aufgehe in eurem Herzen. Es geht darum, das Wort Gottes zu hören, das ein Licht auf meinem Weg durchs Dunkel sein will. Ich will mal versuchen, es mit einem Bild zu erklären. Wenn es dunkel um mich herum ist, zum Beispiel in einem Keller, dann bin ich doch froh für jedes kleine Licht, mit dem ich mich orientieren kann. Und so greife ich danach, um mich eben in dieser völligen Dunkelheit zurechtzufinden. Und ich sage dann nicht: Och Licht, ich misstraue dir, oder ich komme schon ohne dich zurecht. Denn spätestens, wenn ich die Beule am Kopf spüre, weiß ich, dass die Entscheidung falsch war. Es geht also nicht darum, das Licht, das in Jesus Christus erschienen ist, zu ergreifen und sich von ihm leuchten zu lassen. Und es geht darum, ob ich es ergreifen werde für mein Leben. Darum geht es Petrus in seinen Worten. Wenn ich Jesus und seine Liebe für mich annehme, dann geht es nicht mehr um die Frage Märchen oder Wahrheit. Dann geht es auch nicht darum, ob das Wort Gottes die Wahrheit ist, sondern allein darum, ob es zu meiner Wahrheit wird.
Denn wenn ich in meinem Leben darauf bauen kann, darin Sinn und Orientierung zu finden, dann ist es meine Wahrheit geworden. Eine Wahrheit, die mich und mein Leben bereichert. Lass ich mein Leben von den Maßstäben leiten, die mir das Evangelium zeigt, dann merke ich, wie mir dieses Licht leuchten kann. Wenn ich mein Leben danach ausrichte, mich von Jesu Botschaft in meinem Denken und Tun beeinflussen lasse, dann ist diese Botschaft schon allein dadurch zu einer gelebten Wirklichkeit geworden. Das Licht, das Jesus in die Welt gebracht hat, ist mehr als ein Märchen. Mit der Hoffnung auf dieses wunderbare Licht für unser Leben können wir getrost jedem neuen Tag entgegengehen. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr Gott, du schenkst uns Licht in unserer Finsternis. Darum bitten wir dich für uns, dass wir offen bleiben für dein Licht, dass wir nicht in der Finsternis versinken. Viele Menschen leben auf der Schattenseite des Lebens. Sie fühlen sich ausgegrenzt und vernachlässigt. Hilf uns, sie zum Licht zu bringen und ihnen das Licht ergreifen. Wir bitten dich für die Menschen, die meinen, sie müssten alles aus eigener Kraft schaffen, dass sie stark werden, die Gaben des Lebens aus deiner Hand anzunehmen. Lass dein Licht aufgehen allen Menschen, die nach dem Sinn des Lebens suchen. Hilf denen, die hart und herrisch geworden sind, aus deiner Liebe neu zu leben. Mach uns zu Nachfolgern deines Sohnes, dass wir die Schwachen suchen und unsere eigene Schwachheit ertragen. Amen. Dann lasst uns miteinander beten, wie Jesus Christus uns überliefert hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht nun in diesen Tag und in die kommende Woche mit Gottes Segen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.